In Tansania kämpfen die Maasai um ihr Zuhause und gegen Vertreibung. Bilder wie diese schockieren und viele fragen, wie es so weit kommen konnte. Und der, die ein oder andere fragt sich vielleicht auch, was Frankfurt mit den Maasai zu tun hat. Es geht hier nicht um Eintracht Frankfurt oder gar die Frankfurter Würstchen. Die sind, soweit uns bekannt, unschuldig. Im Video meint Karani Olenkaiseri die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, kurz ZGF. Die ZGF hat, dank ihres Gründervaters Bernard Jimek, nämlich eine lange Geschichte im angestammten Gebiet der Maasai, der Serengeti. Jimek, der Staatsdiener in Hitlerdeutschland und Mitglied der SA war, stieg später zu einem der bekanntesten Naturschützer Deutschlands und zum langjährigen Direktor der ZGF auf. Zu Lebzeiten verfolgte er das edle Projekt, die Serengeti zu retten. Für seinen Film Serengeti darf nicht sterben bekam er sogar einen Oscar. Und all das, obwohl Jimek schon damals keinen Hehl daraus machte, wieso die Serengeti überhaupt gerettet werden müsste. Ja, richtig geraten. Jimek war der Meinung, dass die Serengeti von den Menschen gerettet werden müsse, die sie seit Jahrhunderten bewohnten, pflegten und verwalteten. Weswegen er und die ZGF schon damals die tansanische Regierung dazu drängten, die Maasai zu vertreiben. Und heute? Tja, bis heute hält die ZGF an dieser Idee fest. Nicht ohne Grund bezeichnen die Maasai die ZGF als Feind Nummer 1 der Maasai. Sie hält die Maasai weiterhin für eine Bedrohung der Natur, obwohl sie ihre Gebiete seit Generationen erhalten haben. In den Worten der ZGF, die Serengeti ist kein Weideland. Stattdessen setzt sie darauf, Gebiete für zahlende Touristinnen zu erschließen, damit der Naturschutz Geld in die Kassen spült. Teilt dieses Video und lasst die ZGF wissen, die Zeit, sich zu verändern, war vor Jahrzehnten. Es ist Zeit für einen Naturschutz, der indigene Völker und ihre Rechte respektiert.